So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinato, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey hier im wunderschönen Kreta. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung mehr Level. Wir müssen questen. Stufe 32 habe ich schon mal erreicht. Stufe 33 wird bald kommen. Und jetzt, in dieser Folge schauen wir mal, was wir machen. Wir müssen einen Minotaurum ausbesiegen. Oder Vorprüfung abschließen, so wie der, der komische Hannes da gesagt hat. Das hier, die Vorprüfung der Ausdauer. Nee. Vorprüfung der Stärke. Machen wir erstmal die hier. Dann müssen wir wahrscheinlich einen verprügeln. Und ein Messer in den Wamst jagen. Ah, ey, komm. Vorprüfung, um Minotaurus platt zu machen. Das wird lustig, das wird eine spannende Folge. Schere, schwächlicher Herausforderer. Meine mickrige Gesch... Ja, lass mir die... Nein, wir kämpfen. Bist du sicher, dass du nicht lieber deine... Wir kämpfen... Dann lass das... Du hättest das Abzeichen kaufen sollen. Der Preis war gut. Jetzt sollst du einen neuen Preis. Dein Leben. Na, komm, mit deinen Knochen pick ich dir den Rest von dir aus den Zähnen. Oh, so fühlt sich ein Sieg nicht an. Zerschmettern. Hey. Knie nieder, mein Freund. Was fühle ich denn da? Was ist das? Die Schande der Niederlage. So fühlt sich das an? Gewinnen ist besser. Ja. Mhm. Das Abzeichen der Stärke gehört dir. Einen wundervollen Tag noch und schlag mich bitte nicht nochmal. Ich brauche alle Prüfungsabzeichen. Gut. Ja, sehr gut, Mann. Die haben einen an der Waffel da in der City. Können wir die nicht alle irgendwie... Das ist eine Charakterprüfung, irgendwie sowas. Charakterquest. Können wir nicht alle markieren? Doch. Das war die beste Darbietung in der ganzen Grieche. Hat jemand ein paar Oliven? Nee, können wir nicht. Alter, ist das ein Scheiß. Also die Questauswahl ist auch total beknackt. Ich muss jetzt jedes Mal... Cool. Also, der nächste ist 92 Meter entfernt, die nächste Prüfung. Da unten. Was muss ich machen? Sprich mit dem Prüfung der Ausdauer. Oh Gott, was muss ich denn da jetzt wie ein Käse machen? Einen zu verprügeln ist einfacher. Los, du Hannes. Wer bist denn du? Was muss ich bei dir machen? Ich warne dich. Du solltest besser bezahlen, um diese Prüfung zu bestehen. Die Vorprüfung der Ausdauer fordert mehr Todesopfer als all die anderen Prüfungen zusammen. Waren die anderen vor dem Sprung betrunken? Ehrlich gesagt, ja. Sehr unprofessionell von ihnen. Solltest du den Heldensprung überleben, musst du das Prüfungsabzeichen aus einer Truhe in den finsteren Tiefen des Gewässers unter uns holen. Dein Abzeichen gehört mir. Nein, bitte. Ich warne dich, bezahle für mein Abzeichen. Die Gefahren, denen du dich sonst unter Wasser stellen müsstest, sind einfach zu groß. Du kriegst keine Drachme von mir. Ich mache die Prüfung. Wenn du unbedingt einen qualvollen Tod unter Wasser... Ja, bla bla. Wasser schwimmt. Klingt nach einer Menge Ärger für ein Abzeichen. Das sind sogar Haie. Oh. Ihr wisst ja, was man Haien machen kann. Dann muss ich mich wohl nass machen. Lustig. Muss eh noch ein paar Haie töten für eine Quest. Okay, zum Philosophen zurück. Ich habe wieder eine weitere Quest abgeschlossen. Wieso kann ich den jetzt nicht abballern? Der stackt auch ein bisschen. Naja, den kann man auch wieder machen.
Guck mal, der heißt Duckt. Der ist doch... nee, oder? Ja, der ist hinterm Stein festgebackt. Danach habe ich gesucht. Das jetzt? Das ist natürlich wieder super, dass die Quest so schön funktioniert wieder. Okay. Ist das eine lächerliche Vorprüfung? So, nächste. Prüfung der Genauigkeit. Ekelhaftes Wetter hier auf Kreta. Die spinnen die Griechen. Muss ich was abschießen oder was? Es ist Stunden her, wo sind's? Ach ja. Was haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Mutter wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Hm? Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der... Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne? Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, bekomme ich dein Prüfungsabzeichen. Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. Okay. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind. Ich finde sie und hole sie... Meist ver... Keine Angst. Du musst sie alle drei finden. Was sind die blöden Kinder? Gefunden. Da ist er. Da ist er. Oh. Geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sag ich dem Minotaurus, wo du wohnst. Aber... Ich hasse dich, Söldner. Oh, wie macht man die kaputt? Hilfe! Bitte helf mir! Ich sitze hier oben fest! Bin der Sau da? Nachmittag gibt es Sau zum Frühstück. Zum Mittag. Komm her. Oh. Sau. Oh, mein Freund. Du bist sicher. Geh heim. Und hör auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldner. Ich muss noch die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden.
Lustig. Autsch, mein Arm. Ich sitz nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. Oh, Schlangen! Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Deswegen würde ich meinen Vater wahrscheinlich umbringen. Pass bloß auf. Bestimmt. Geh heim. Jetzt. Das war der letzte der Racker. Und jetzt zurück zum Prüfungsmeister. Ja, ja, ja. Aber erst machen wir noch die Kornkammern kaputt. Okay, zum Prüfungsmeister. Scheißegal. Ich will die Quest rumkriegen. Normalerweise müssten die sehr gut in der Experiment Point Bezahlung sein, weil die nämlich so enorm lange Folgequests sind, ne? Und leider auch damit ziemlich nervig. So, her mit dem Scheiß. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Du hattest recht, es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen glorreichen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ich habe alle Abzeichen. Dann sollte ich jetzt lieber zurück zu Liandros ins Kriegergrab. 11.000. Ist das die Quest? Tatsache, das ist die Quest. Oh. Okay. Wahrscheinlich muss ich den doch noch seine scheiß Tochter holen. Der Hai backt immer noch fest. Hä? Und auf einmal spawnt ein Pferd! Wow! So dumm ist das, Mann. Platz da! Oh, du Hannes. Ah! Bin mal gespannt, was der Affe erzählt. Ich habe alle Abzeichen zusammen. Keine Spiele mehr oder Tricks, um an meine Drachmen zu. Es wird Zeit für den Minotauros. Kein Problem. Wirklich, kein Problem. Doch zuerst möchtest du nicht dein fein gearbeitetes Prüfungsandenken zurückkaufen? Dieses Angebot gilt bis... Bei den Göttern! Vielleicht als Geschenk für die Lieben? Keine weitere Drachen. Oh, aber Held, sicher hättest du doch etwas, um dich an die Vorprüfungen von Pevki zu erinnern. Oh, tut mir leid. Nun musst du dich der Hauptattraktion stellen, dem Minotauros. Bist du bereit für deinen Untergang? Wenn ich mir die Vorprüfungen so ansehe, dann ja, ich bin bereit. Hervorragend! Toll! Ich will, dass ihr den Minotaurus besiegt! Du findest die Bestie tief in der Höhle der Mutigen, auf der Dikte-Hochebene. Zwei weitere Krieger haben gerade die Vorprüfungen bestanden. Sprich mit ihnen, um mehr zu erfahren. Sie gehen mit dir, wenn du bereit bist, einen grausamen Tod zu sterben.
bist einen weiten Weg gegangen. Komm mit uns. Nein, 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 nein. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Keramikunterricht und so weiter. Also... Feige Sau! Hey, Bros. Und ihr werdet dann wohl die Krieger sein. Sieh mal, Bruder, das letzte Mitglied unserer Minotauros-Jagdgesellschaft ist da. Wenn die Bestie unsere geballte Macht sieht, wird sie vor Angst aufmuhen. Muhen die denn überhaupt? Wenn es euch recht ist, würde ich gern den tödlichen Hieb ausführen. Oder können wir das zumindest hinterher behaupten? Ich bin bereit, mich auf hat eine entscheidende Rolle beim Erteilen des tödlichen Schlags gespielt, runterhandeln zu lassen. Den tödlichen Streich wird ausschließlich der fähigste und mutigste Krieger im Kampf ausführen. Dann trage ich die Eingeweide des Minotaurus um meinen Hals. Was kann da schon schiefgehen? Sollen wir dann reiten? Gehen wir. Erlegen wir den Minotaurus. Laut Liandros lebt er in der Höhle der Mutigen auf der Dikte. Wenn der Minotaurus Menschen ist, und er ist die Bewohner von Testi aus, warum gehen sie dann noch? Vielleicht gefällt ihm ja ihre Ernährungsweise nicht. Guter Gedanke, ich glaube, die werden sterben. Tauchen wir unsere Klingen in Öl und Zwiebeln, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Und schon hier halt vorausreiten. Ach, das ist die Höhle. Na, wo ist er denn? Lustig. Nein, nein, nein! Ich wollte doch Bäcker werden! Es gibt aber Eisen hier drin. So, ich sollte nach meinem Bruder sehen. Das Backgewerbe ist nicht ungefährlich, weißt du? Viel Glück! Pefki, Heimat der Helden. Ich glaube, die Höhle ist nur ein bisschen schlimm gemacht. Was auch da unten wartet, muss ein Monster sein. Diese Leichen wurden von keinem Minotaurus gerissen. Sie wurden platziert. Ja, was denn sonst? Wer hätte das auch gedacht? Oh, schon wieder eine Schlange. Alter, Alter! Sogar Schatz unten. Schätze. Da hat sich wahrscheinlich einer den Fuß gebrochen oder sowas. Ich bin der Minotaurus. Was? Lass dein Hab und Gut fallen und flieh in Furcht. Lass deine Drachmen hier und du wirst verschont. Sonst stirbst du unter meinen Hufen. Ich hol mir deinen Kopf. Fürchte mein Muhen. Schon Angst? Ihr Malakes, ich steche auf euch ein, bis mir jemand sagt, was hier eigentlich gespielt wird. Hm,
Du jetzt? Ja, sehr beschämend, Mann. Ich sagte, grrr. Ach, was soll's. Hallo, hallo. Erstmal. Sag mir, was hier gespielt wird, oder ich schlitz dich auf und nimm diese verdammte Maske ab. Leandros? Ich sagte doch, nichts ist, wie es scheint in Pevki. Ich würde mich freuen, alle Ausgaben, die während... Bitte, es geht um meine Tochter Amara. Maskierte Männer halten sie tief in den Schluchten der Dikta-Hochebene gefangen. Maskierte Männer? Was für Masken? Weiß wie Marmor und Blut läuft aus ihren Augen. Unheimlich. Der Kultist. Sie kontrollieren alles in Pevki. Und locken Helden mit dem Versprechen auf Ruhm für das Erlegen des Minotaurus her. Nur, um sie dann hier im Dunkeln in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, stirbt Amara. Ich besorge dir deine Tochter wieder. Oder es meiner Frau sage. Oder um Hilfe bitte. Stirbt sie. Wie viele Männer hast du mit einem Lächeln und netten Worten in den Tod geschickt? Tausende. Mehr. Aber ihre Leben sind wertlos gegen meine Amara. Sie ist alles, was ich habe. Doch jetzt habe ich dich. Oder? Du kannst sie aus den Händen dieser Malakes befreien. Sag mir, welches Gesicht würde Amara bei ihrer Rettung sehen wollen? Meines oder das ihres Vaters? Sei mutig. Mutig? Ja, du hast ja recht. Was auch passiert, ich muss Amara beistehen. Bitte, wirst du mit mir kommen? Wir retten deine Tochter gemeinsam. Ich danke dir. Diese maskierten Männer sind gut organisiert und furchtlos. Ihre größte Waffe ist keine Klinge, sondern unsere Gier. Jeder Händler, Mann und Sklave, verdient bei diesem Spiel genug Rache. Selbst die, das würde erblassen. Die Kultus des Minotaurus macht uns alle reich. Und wir verschließen die Augen vor dem Preis. Ach, warum reibt dieses Gewand? Ich habe eine ganze Flasche Öl benutzt. Was? In einem... Was jetzt, wie diesem. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Wir tun jetzt erstmal die Lage erkunden und dann, wenn es sich wirklich um den Kult handelt, dann machen wir die platt natürlich. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Nein, nein, nein. Der letzte war besser. Ich komme, Amara. Hab keine Angst. Und hab auch du keine Angst, Leandros. Sie braucht dich. Ich laufe schneller als der. So, wo ist der Kult? Apropos. Ich hab was Tolles. Ich hab was Tolles, das ich jetzt ab Stufe 32 verwenden kann. Eine neue Axt. Und die probieren wir gerade mal aus. So, wo ist denn der Kult? Los. Minotaurus, ich bin's nur, Leandros. Okay, Leute, ich würde gerade mal sagen, wir machen dann an dieser Stelle gerade Feierabend. In der nächsten Folge retten wir dem seine Tochter und dann questen wir weiter. Wir sehen uns bis dahin, Leute. Haut rein, viel Spaß noch. Söldner, hier drüben.